Amaxa, Nummer 9 Frau Madame und Nummer 10 Emin Smiley. Von den vier vermeintlichen Außenseiter ist sicherlich die Startnummer 2 Amaxa die interessanteste. Stute kann sehr, sehr gut beginnen, war zuletzt auf der kleinen Bahn in Sonsbeck Zweite. Ich glaube, das war eine gute Sache für sie, für ihre Moral, weil sie verfügt absolut über das Können, um in einem solchen Rennen unter die ersten vier zu laufen. Allerdings fehlt es ihr manchmal so ein bisschen an Kampfgeist. Und wenn sie heute eine gute Position hat, sich anstrengt und sich mal wirklich richtig reinlegt, dann kann hier werden die Stufen sehr, sehr wohl. Und sie hat hier auch schon gute Platzierungen gezeigt, auch hier im Weltvertrag schon gewinnen können. Und Golden Gear ist nicht in der Kandidaten, die ersten drei Plätze. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten, der Startnummer 6, Kuppel und Kuppel mit dem Schwammer. Der Erfolg hier auch mit dem Weltvertrag war stark in 15-4. Da hat noch geschrieben, das wäre immer besser. Danach ich weiß nicht, ob ich das will, ich weiß nicht, ob ich das will.